Longitudinalwellen treten in langen, dünnen Stäben auf oder in langen, dünnwandigen Rohren. Nun, wer bestimmt eigentlich diese Longitudinalwellen? Welche physikalischen Größen sind dafür verantwortlich? Nun, erstens einmal ist es die Basismenge, das ist der Impuls, das ist die Größe, die Bewegung erzeugt. Und zwar ist es nur die Komponente in Achsenrichtung, also längs des Stabes oder des Rohres, und das bezeichne ich jetzt mal als Px. Dann entscheidend für den ganzen Transport ist die Impulsstromstärke, also der Impuls. Transport und die Impulsstromstärke bezüglich einer Schnittfläche bezeichnet man oft auch als Kraft. Das heißt, wenn man eine Schnittfläche legt durch einen Stab, dann bekommt man zwei Kräfte, je nachdem welcher Schnittufer man nimmt. Das bezeichnet man dann auch als Aktion oder Reaktion. Oder umgekehrt gesagt, Aktion oder Reaktion ist die gleiche Impulsstromstärke am gleichen Ort, aber von zwei verschiedenen Seiten her gemessen. Das translationsmechanische Potential ist die Geschwindigkeit, also die materielle Geschwindigkeit in x-Richtung. Also die Geschwindigkeit, mit der sich eine materielle Fläche im Moment bewegt. Die Kapazität, das ist die träge Masse, und die Kapazität pro Länge ist dann eben Dichte mal Querschnitt oder eben Masse pro Länge. Die Induktivität ist der Reziprokwert der Federkonstante. Oder übertragen auf einen langen Stab oder ein langes Rohr ist das einfach, wenn man es pro Länge nimmt, 1 durch das E-Modul dividiert durch den Querschnitt. Im Videowellenleiter habe ich diese Gesetze hergeleitet, und zwar allgemein, nämlich für ein Koaxialkabel, also für eine elektromagnetische Welle, für eine Longitudinalwelle, für eine Transversalwelle und für eine Torsionswelle. Es gab dann zwei Gesetze, das Kapazitivgesetz, also hier angewendet auf die Longitudinalwelle, bedeutet das, wenn sich die Impulsstromstärke ändert längs des Stabes, oder anders gesagt, wenn man den Gradienten bildet der Impulsstromstärke, dann ist das bis auf eine Konstante gleich der Änderungsrate der Geschwindigkeit oder eben der lokalen Beschleunigung des Materials. Man kann das eigentlich leicht einsehen, also wenn der Impulsstrom schwächer wird, längs der x-Achse, schwächer heißt eben, dass minus der Gradient positiv ist, dann bleibt ein Teil des Impulses liegen und verursacht dort lokal eine Beschleunigung. Das induktive Gesetz ist wie gespiegelt, also wenn ich jetzt die Geschwindigkeit des Materials nach der Länge ableite, also in Gradienten bilden, ist das bis auf eine Konstante gleich der Änderungsrate der Impulsstromstärke. Diese Konstanten hier bedeuten, E steht für E-Modul oder Elastizitätsmodul und A steht wieder für Querschnitt. Da oben war Rho die Dichte und A der Querschnitt. Wenn man jetzt die Impulsstromstärke nach der Zeit ableitet, oder überhaupt die erste Gleichung nach der Zeit ableitet und die zweite Gleichung nach dem Ort ableitet und dann mit E und A multipliziert, dann kann man beide Gleichungen addieren und bekommt dann eine reine Gleichung in der Geschwindigkeit. Und das ist die sogenannte Wellengleichung. Die Wellengleichung besagt, dass die Geschwindigkeit zweimal nach der Zeit abgeleitet bis auf eine Konstante, die gleich E durch Rho ist, gleich ist wie die Geschwindigkeit zweimal nach dem Ort abgeleitet. Das heißt, die zweimalige Änderungsrate der Geschwindigkeit ist bis auf eine Konstante gleich dem zweimaligen Gradienten der Geschwindigkeit. Wenn man die erste Gleichung nach dem Ort ableitet und die zweite nach der Zeit gleichnamig macht, subtrahiert oder addiert, bekommt man die analoge Wellengleichung für die Impulsstromstärke. Nun, meine Behauptung ist, dass dieser Vorfaktor, den ich hier mit C² bezeichne, nichts anderes ist als die sogenannte Schallgeschwindigkeit oder eben Phasengeschwindigkeit bei Wellen. Hier noch einmal die beiden grundlegenden Gesetze, das kapazitive Gesetz mit der Bilanz und das induktive Gesetz und daraus abgeleitet die Wellengleichung plus die Identifikation der Konstante mit E durch Rho. Nehmen wir an, wir hätten jetzt
einen sehr langen Stab, mehrere hundert Meter lang, dünn, oder ein dünnwandiges Rohr, mehrere hundert Meter lang. Und wir hätten am Eingang diese Impulsstrom-Zeitfunktion. Eine solche Funktion kann man erzeugen, indem man zum Beispiel mit dem Hammer auf die Stirnfläche schlägt. Dann geht eben Impuls dann weg durch das Rohr und wandert dann mit hoher Geschwindigkeit, etwa 5000 Meter pro Sekunde, durch das Rohr hindurch. Genau das gleiche Phänomen hat man bei Nägeleinschlägen, nur ist dort die Länge entsprechend viel kürzer. Aber auch beim Nageleinschlagen geht Impuls vom Hammer mit hoher Geschwindigkeit durch den Nagel ins Holz. Die Fläche unter der Kurve, das ist dann einfach der gesamte transportierte Impuls. Man kann also Impuls transportieren durch ein langes Rohr, indem man einfach stirnseitig draufschlägt. Nun erweitere ich diese Funktion einerseits, indem ich die Zeit mit dieser Konstante c multipliziere, die hat ja die Einheit einer Geschwindigkeit, und indem ich die x Komponente abziehe. Das heißt, f ist jetzt eine Funktion über t und x. Um diese Funktion zu verstehen, muss man sich einfach überlegen, die Funktion kann einfach gesehen werden als Funktion über der Klammer. Das heißt, wenn die Klammer einen bestimmten Wert angenommen hat und man lässt diesen Wert konstant, dann bleibt auch der Funktionswert konstant. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Spitze nehme, diese Funktion, und ich hätte jetzt hier c mal t, kann ich diese Spitze, diesen Spitzenwert nehmen, dann läuft die Zeit vorwärts, also t wächst, und jetzt kann ich einfach gleichzeitig auch x wachsen lassen, sodass der Klammerwert konstant ist, und dann bleibt dieser Buckelwert hier erhalten. Und dann haben wir genauso eine laufende Welle. Eine laufende Welle ist also nichts anderes, als dass diese Klammer hier konstant gehalten wird. Und dann kann man x durch t dividieren. Und dann sieht man, c ist wirklich die Phasengeschwindigkeit, mit der dieser Buckel wegläuft. Man muss sich das halt wirklich selber mal aufzeichnen und aufschreiben. Nun, dieser Ansatz hier oder diese Behauptung hier ist Lösung der Wellengleichung, das kann man schnell überprüfen. Man muss einfach zweimal nach der Zeit ableiten. Dann bekommt man die zweite Ableitung von f nach der Klammer, multipliziert mit c². Und dann kann man zweimal nach x ableiten, dann bekommt man die zweite Ableitung von f wieder nach der Klammer. Ohne Vorfaktor, wenn man das hier einsetzt, sieht man, dass die Wellengleichung erfüllt ist. Also das heißt, dieser Ansatz hier, das heißt, dieser Buckel, der davon rennt, das ist wirklich Lösung der Wellengleichung. Um die Geschwindigkeitsverteilung zu bestimmen, nimmt man zum Beispiel das zweite Gesetz hier. Man könnte auch das erste nehmen und leitet die Kraft entweder einmal nach der Länge ab, nach x ab, oder man leitet nach der Zeit ab. Dann integriert man wieder entweder über die Zeit oder über die Länge. Dann bekommt man wieder die gleiche Funktion, aber mit dem Vorfaktor 1 durch Rho a und c. Das kann man, wie gesagt, mit beiden Gleichungen machen. Und dann bekommt man noch eine Integrationskonstante V0. Aber diese Integrationskonstante, die kann man dann 0 setzen. Das heißt, das bedeutet einfach, dass sich der Stab selber bewegt. Man hätte auch hier beim Impulsstrom noch eine Konstante dazu addieren können. Einfach mit der Behauptung, der Stab stehe zusätzlich noch unter Zug- oder Druckspannung. Also vergessen wir jetzt diese Integrationskonstanten wieder, und dann haben wir die Funktion für die Kraft oder Impulsstromstärke, wir haben die Funktion für die Geschwindigkeit. Mit dem wollen wir jetzt kurz die Energie anschauen. Hier noch einmal die Impulsstromstärke in Funktion von t und x, und hier die Geschwindigkeit der x-Komponente, also beides x-Komponente von t und x. Funktion mit zwei Variablen. Jetzt der zugeordnete Energiestrom ist ja definiert oder erklärt als
Geschwindigkeit mal Impulsstromstärke. Wenn man das macht, bekommt man diese Funktion im Quadrat und man bekommt 1 durch Rho A und C. Nun die kapazitive Energie pro Länge, das heißt, wie viel Energie hat der Stab pro Länge gespeichert, das rechnet man so aus, indem man sagt, die kapazitive Energie ist ja nichts anderes als die kinetische Energie pro Länge. Und die kinetische Energie pro Länge ist Masse pro Länge halbe mal die Geschwindigkeit im Quadrat. Nun, die Masse pro Länge ist Rho mal A. Wenn man also diese Funktion quadriert, halbiert und mit Rho und A multipliziert, bekommt man diesen Ausdruck. Das gibt dann die kinetische Energie pro Länge. Die induktive Energie pro Länge oder Spannungs- oder Federenergie pro Länge rechnet sich einfach, indem man diese Impulsinduktivität pro Länge nimmt, halbe mal den Impulsstrom im Quadrat. Nun, diese Impulsinduktivität pro Länge ist nichts anderes als 1 durch E und A. Das ist das, was ich vorher schon bei der Gleichung eingeführt habe. Nun, die gesamte Energie ist jetzt einfach die Summe von kinetischer Energie und elastischer Energie pro Länge. Das gibt dann die gesamt gespeicherte Energie pro Länge. Wenn man jetzt C² ersetzt durch E und durch E durch Rho, dann bekommt man diese Form, oder wenn man hier mit C² weiter, bekommt man diese Form. Das heißt, die kinetische Energie und die elastische Energie sind an jedem Ort gleich intensiv und tragen also je zur Hälfte zur Gesamtenergie bei. Es ist also nicht so, dass bei der laufenden Welle kinetische in Spannungsenergie umgewandelt wird und zurück. Es ist so, dass bei der laufenden Welle am Ort, wo die kinetische Energie am größten ist, auch die Verformungsenergie am größten ist. Wenn man jetzt die beiden Energien, kinetisch und elastisch, eben zusammenzählt, bekommt man den doppelten Wert der kinetischen oder den doppelten Wert der elastischen Energie. Nun kann man sehen, wenn man jetzt sagt, der Energiestrom kann doch auch geschrieben werden als lokal gespeicherte Energie, also Energie pro Länge, mal diese Phasen- oder Schallgeschwindigkeit. Und effektiv funktioniert das. Also man nimmt jetzt den zugeordneten Energiestrom, schaut den genau an, vergleicht mit der Gesamtenergie und dann sieht man, bis auf 1 durch C sind die beiden Terme gleich. Also wenn man die Energie pro Länge mit C multipliziert, bekommt man den zugeordneten Energiestrom. Oder anders gesagt, die gespeicherte Energie, die im Stab gespeicherte Energie, und zwar zur Hälfte elastisch, zur Hälfte kinetisch, die schiebt sich mit Schallgeschwindigkeit durch den Stab hindurch. Das ist doch ein bemerkenswertes Resultat. Meistens betrachtet man die Wellenlehre nicht so allgemein, sondern führt harmonische Wellen ein. Die laufende harmonische Welle, die kann geschrieben werden als Amplitude F0, also wenn man jetzt den Impulsstrom nimmt oder die Kraft, mal Sinus Omega T minus Kx, dann läuft die Welle in positive Richtung, oder Omega T plus Kx, dann läuft sie in negative X-Richtung. Omega ist dann 2π durch die Periode und k ist entsprechend bei der Länge 2π durch die Wellenlänge. C ist dann das Verhältnis zwischen Kreisfrequenz und Wellenzahl oder zwischen Wellenlänge und Periode oder Wellenlänge mal Frequenz. Also ich habe hier ein bisschen umgeformt, das C zerlegt in Omega und k. Dafür kann ich dann eine harmonische Funktion ansetzen, weil die Klammer ist dann dimensionslos. Nun kann man diese Kraftfunktion wieder ableiten, entweder nach der Zeit oder nach dem Ort, und wieder integrieren, umgekehrt nach dem Ort oder der Zeit. Damit bekommt man die Geschwindigkeitsfunktion und die sieht wieder ziemlich genau gleich aus, bis auf die Amplitude, die hat sich geändert. Das heißt, man kann also statt irgendeine Funktion anzusetzen, die dann gestalttreu durch den Wellenleiter läuft, kann man
harmonische Wellen ansetzen, die dann halt einfach nur schwingen. Der Nachteil der harmonischen Welle ist, dass sie sowohl in der Zeit als auch im Ort von Minus nach Plus unendlich laufen muss. Also man kann dann nirgends den Wellenleiter einfach nur abschneiden, wie man das bei einem Buckel machen kann. Nun die stehende Welle, hier eine Animation aus Wikipedia, die kann jetzt quasi hergeleitet werden, indem man eine nach links und eine nach rechts laufende Welle überlagert. Aber man kann einfach sagen, die stehende Welle ist einfach ein anderer Schwingungsmodus dieses eindimensionalen Kontinuums. Wenn man das macht, dann bekommt man für den Impulsstrom oder für die Kraft eben ein Produkt aus Sinus Omega T Sinus Kx und entsprechend für die Geschwindigkeit dann eben nicht Sinus Sinus, sondern wenn man eben nach der Zeit ableitet, nach dem Ort integriert oder umgekehrt nach dem Ort ableitet, nach der Zeit integriert, wie die beiden fundamentalen Gleichungen verlangen, dann bekommt man zweimal den Cosinus sowohl im Ort als auch in der Zeit. Nun zur Energiebetrachtung, also hier noch einmal die stehende Welle, wie ich sie da vorher angesetzt habe. Und als Beispiel nehme ich jetzt einen Stab, also ein Experiment, das wir früher im Praktikum gemacht haben. Man nimmt ein dünnwandiges Rohr einer bestimmten Länge, spannt es bei der Viertel der Länge ein, also Viertel der Länge, halbe Länge, Viertel der Länge. Dann kann man mit einem alkoholgetränkten Lappen hier über das Rohr streichen und dann beginnt es zu singen. Das heißt, das ist wie ein Resonator, der wählt dann aus der Reibung einfach die Schwingung aus, bei denen die Enden am meisten schwingen, die Mitte am meisten schwingt und die beiden Einspannstellen dann eben nicht schwingen. Nun wähle ich den Nullpunkt der X-Achse in der Mitte, dann sollte dieser Modus auch zutreffen und dann nehme ich mal den Ortsteil. Also die stehende Welle besteht ja aus einer Multiplikation zwischen Zeitteil und Ortsteil. Oder anders gesagt, man hat eine Sinusfunktion im Ort und man hat eine zeitabhängige Amplitude, die auch harmonisch schwingt. Deshalb mache ich nur mal die Extremstellen für den Sinus Kx. Dann hat man also in der Mitte 0. Sinus von x ist 0. Dann hat man bei der Einspannstellen Maximalwerte, also jetzt hier, das wäre dann ein Viertel der Wellenlänge minus 1 und hier plus 1. Und außen hat man 0. Das ist klar. Außen kann ja kein Impuls wegfließen, also hat man hier immer 0. Dass man in der Mitte 0 hat, das hängt mit der Symmetrie des Problems zusammen. Und dort, wo der Stab festgehalten ist, dort hat man die größten Impulsströme, also die größten Belastungen. Wenn man sich die Geschwindigkeitsfunktion anschaut, dann hat man hier Cosinus, das heißt, man hat in der Mitte im Moment, die zum Beispiel t gleich 0 ist, hat man die größte Geschwindigkeit, positive Richtung, und an den Enden hat man die größten Geschwindigkeit in Minusrichtung. Wenn jetzt die Zeit langsam wächst von 0 her, dann hat man ja am Anfang überhaupt keinen Impulsstrom. T gleich 0 gibt hier überall 0. Dann hat man aber einen Impulsstrom, der wächst, und zwar wächst er hier minus. Das heißt, es beginnt jetzt Impuls auf diese Seite zu fließen und hier beginnt Impuls auf diese Seite zu fließen. Die Geschwindigkeit zum Zeit-Nullpunkt, das gibt ja dann hier 1, das wäre dann hier minus Maximum und hier auch minus Maximum und hier plus das Maximum. Da ist die Geschwindigkeit immer 0. Also dort, wo man den Stab festhält, das ist klar, da ist ein Knoten in der Bewegung und da wird nie eine Geschwindigkeit auftreten können. Wenn man jetzt aber die Zeit laufen lässt, dann sinkt der Cosinus, das heißt, die Geschwindigkeit kommt von Minus Maximum hier hoch, hier runter und hier hoch. Das heißt, und um das zu bewerkstelligen, muss eben hier ein Impuls von
da wo das Maximum an Geschwindigkeit ist, dorthin fließen, wo das Minimum ist. Also man kann sich das gut vorstellen. Man könnte jetzt hier auch ein Flüssigkeitsbild zeichnen. Das heißt, beim schwingenden Stab kann man jetzt diese stehende Welle analysieren in Bezug auf Geschwindigkeitsverteilung und in Bezug auf Impulsstromstärke. Was heißt, man hat also hier die größten Impulsströme, das sind die Bäuche der Impulsströme und die Knoten der Impulsströme sind hier. Umgekehrt hat man hier die Bäuche der Geschwindigkeiten und dort, wo die Einspannstellen sind, hat man die Knoten der Geschwindigkeiten. Wer sich daran stört, dass ich jetzt hier immer von Geschwindigkeit rede und nicht von Verschiebung, der kann ja diese Funktion noch einmal nach der Zeit integrieren, bekommt dann hier einfach nicht die Geschwindigkeit, sondern eben die Auslenkung. Aber entscheidend eben für die Dynamik ist nicht die Auslenkung, sondern die Geschwindigkeit. Das ist das translatorische Potenzial. Nun kann man wieder den zugeordneten Energiestrom bilden, indem man die beiden Funktionen multipliziert. Dann bekommt man Sinus mal Cosinus Omega T, Sinus Cosinus Kx. Dann kann man beide Produkte verwandeln in 2 Omega T und 2 Kx, bekommt aber je ein Zweitel als Vorfaktor, hat man also hier ein Viertel als Vorfaktor. Das heißt, die Energiestromverteilung oder eben die Leistung, die variiert eben sowohl in der Zeit als auch im Ort mit doppelter Frequenz. Das ist klar, es muss ja Energie vom Schwingungsknoten zum Impulsstromknoten Bauch transportiert werden. Also vom Schwingungsbauch zum Impulsstrombauch. Und das ist ja nur eine Viertelperiode. Nun die kapazitive Energie pro Länge. Das ist die kinetische Energie, da kann man einfach wieder m halbe, zwar Masse pro Länge halbe mal Geschwindigkeit im Quadrat schreiben. Man kann die induktive Energie pro Länge schreiben, das ist dann eben 1 durch EA, das ist die Induktivität pro Länge, halbe mal die Impulsstromstärke im Quadrat. Jetzt sieht man, dass die maximale kinetische Energie und die maximale elastische Energie in der Zeit um eine Viertelperiode phasenverschoben auftreten und im Ort um eine Viertelwellenlänge verschoben sind. Das heißt, bei der stehenden Welle, da wird wirklich einmal die Energie kinetisch gespeichert, einmal elastisch und hin und zurück. Die Energie wird dann auch immer um eine halbe Wellenlänge transportiert, während einer Viertelperiode und so weiter. Dieses Video habe ich gemacht nach einem Aufsatz, den ich vor etwa 15 Jahren in Praxis der Naturwissenschaften Physik veröffentlicht habe. Ich weiß, es ist schwierig, aus dieser Thematik ein Video zu machen, weil da ziemlich viel Neues vorkommt. Aber ich wollte einfach zeigen, dass man mit der Systemphysik und der konsequenten Einsetzung dieses Formalismus, also indem man sagt, Impuls ist Grundmenge und die Geschwindigkeit ist das zugehörige Potenzial, und der zugeordnete Energiestrom ist einfach das Produkt zwischen Geschwindigkeit und Impulsstromstärke und so weiter. Indem man also diesen Formalismus einfach durchzieht, mit allen Konsequenzen, kann man eine wunderbare Wellentheorie aufstellen, Energietransport und so weiter erklären. Also wer sich jetzt hier hinsetzt und diesen Formalismus noch ein bisschen durchdenkt, der lernt mehr, als man üblicherweise in der Wellenlehre macht. In der Wellenlehre macht man leider meist nur Kinematik und redet selten über Impuls, Energie und so weiter.